Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute einen Teddy Haul. Ich war gestern im Teddy in Berlin und heute bei uns nochmal. Bei uns ist nicht so viel geworden. Ich zeige euch erstmal schnell die paar Sachen, die ich heute mitgenommen habe. Das ist einmal, also zweimal dieses hier mit so, ja, so Pailletten, Flimmer, Bastelglitzer steht hier jetzt drauf. Und da haben es mir total, und ihr seht ja, wie toll das glitzert, diese Muscheln so angetan. Das Blau finde ich auch ganz schön. Hier diese blauen Ovale und hier so lila kleine Herzchen. Die lila kleinen Herzchen weiß ich noch nicht, ob ich damit was anfangen kann. Aber definitiv die Muscheln, die mussten mit. Die haben mir so gut gefallen für einen Euro. Und dann habe ich noch bei uns in der Schnäppchenkiste, also doll war nicht, diese hier rausgefischt und diese hier. Die haben 10 Cent gekostet. Und die haben 55 Cent, hat dieses Band gekostet, durfte auch mit. Und dazu muss ich euch dann auch noch mal was erzählen. Ich muss das einfach loswerden. Da war ein kleines Mädel, lass die 10 oder 11 Jahre alt gewesen sein, die hatte was zu bezahlen für 2,55 Euro oder so und hat halt mit einer Handvoll Kleingeld bezahlt. Hat die Kassiererin sich so aufgeregt drüber, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein, das Mädel kratzt vielleicht da gerade ihr Taschengeld zusammen, um sich da zwei Sachen zu kaufen. So, ich weiß nicht, was es war. Es war irgend so ein Modeschmuckzeug. Und die macht die da wirklich richtig dolle an. Sie seien hier nicht, also Teddy sei keine Bank und sie soll doch demnächst das Kleingeld zur Bank bringen und hier das hier nicht anschleppen und so. Und ich habe dieses Gespräch oder dieses Rummotzen der Verkäuferin natürlich sehr verfolgt und habe mir gedacht, gut, ich habe jetzt hier 2,65 Euro zu bezahlen. Ratet mal, was ich gemacht habe. Ich habe mein ganzes Kleingeld zusammengekratzt in meinem Portemonnaie und habe es ihr wortlos hingelegt, als sie sagte 2,65 Euro. Dann guckte sie mich an und meinte, sie kann kein Kleingeld mehr gebrauchen. Und ich so, ja, Geld ist Geld, das ist mir egal. Und bin dann wortlos aus diesem Laden raus. Wie kann denn bitte eine Verkäuferin so ein junges Mädel so anmotzen? Also wirklich, also ich habe das jetzt dann nicht wortwörtlich so wiedergegeben, wie sie es gesagt hat. Es war einfach für mich, wo ich mir dachte, boah, die Kleine hat fast angefangen zu heulen. Die hat mir wirklich richtig leid getan in dem Moment. Und ja, da war ich dann halt auch mal ein bisschen arschi, sage ich jetzt mal. Und ja, da kenne ich ja dann nichts, ne? Also wie kann man ein Kind, das ist ein Kind, so vollmotzen? Habe ich nicht verstanden und hab's ihr sozusagen ein bisschen heimgezahlt. Die hinter mir hat auch geschmunzelt. Ich weiß nicht, ob sie das gleiche vorhatte wie ich oder ob sie es auch getan hat, weil ich bin ja dann raus aus diesem Laden und habe mir gedacht, boah, das kann echt nicht wahr sein. Gut, weiter geht's mit diesem Haul. Ich wollte es einfach mal loswerden und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also, dann durfte mit für einen Euro hier diese Waschlappenhandtücherchen, was auch immer das sind. Zaubertuch steht hier drauf. Das zweimal in diesem Motiv mit für einen Euro. Bei uns zum Beispiel sind sie noch für 1,50 Euro zu kaufen gewesen. Und in Berlin lagen sie in der Kramkiste für einen Euro. So unterschiedlich ist das. Oh, Entschuldigung, dass das jetzt so laut war. Das war nicht mit Absicht. Und einmal habe ich dieses süße Motiv gefunden. Ja, ich finde sowas schön. Ich packe sowas mal gerne mal in Tausch oder in Post rein. Dann diese zuckersüßen Häschen. Habe ich da aus der Kramkiste gefischt. Also ich glaube, das ist jetzt alles mit 55 Cent. Sollte da ein anderer Preis sein, sage ich es halt nochmal. Also diese kleinen hier, da sind nicht viele drin. 2, 4, 6. 6 Stück sind da nur drin. Aber ich fand die niedlich und die duften mit. Dann habe ich hier einmal so, ja, was ist das? Nussknacker Wäscheklammern. Die sind so groß wie originale Wäscheklammern. Und ich fand die, ja, also ist jetzt nicht ganz so meins, aber so zur Weihnachtszeit geht das. Also da ein kleines Geschenk mit verschlossen oder so ein Geschenktütchen, ist das schon ganz niedlich, fand ich. Die duften mit einmal. Dann habe ich hier so eine Pailletten. Die möchte ich sagen, habe ich schon, aber wer weiß wo. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin am Aus- und Umräumen und Sortieren und Machen und Tun, aber so richtig ist da kein Land in Sicht. Und ja. Dann kommt man am Teddy vorbei und dann findet man Schnäppchen. Gut. Ja, dann durften die halt mit. Da sind so große Eier drin, weiße Häschen und so kleine Eier. Ostereier.
gezogen für Karten, Schüttelelemente etc. Dann durfte zweimal mit hier das Ahornblatt in Gelb. Hätte ich gerne rot gehabt, aber Gelb ist auch in Ordnung, da ich ja so ein Herbstmensch bin und viel herbstlich auch bastle gerne, passt das gut. Dann hier so ein Bastelband, da sind so 8 so eine Blüten dran, drauf, wie auch immer. Die kann man sich abschneiden und dann hat man auch eine schöne Verzierung. Ich muss es ja nicht als Band benutzen, es sind nur 20 cm. Und ja, das durfte mit. Dann habe ich hier so eine anderen Wäscheklan, die habe ich ja genau zweimal. Hier mit so Hühner in Eiform. Fand ich auch ganz niedlich. Ostern kommt immer wieder, genau wie Weihnachten. Jedes Jahr aufs Neue und doch überraschend. Also durfte das mit. Dann hier für einen Adventskalender so Holzklammern, 24 Stück. Ist ja klar, dass 24 sind. So eine kleine, die fand ich auch ganz niedlich. Und ich bastle ja jedes Jahr Adventskalender und von daher durfte es halt mit. Dann hier so eine Sticker aus so, ich glaube, es ist Moosgummi. Da sind so Seesternchen, Delfine und Wellen drin. Ich glaube, mehr ist es nicht. Nö. In verschiedenen Farben. Durfte auch mit. Dann hier nochmal Adventskalender-Wäschklammern mit Schnur. Zweimal habe ich den gefunden. Durfte auch mit. Genau. So, und nochmal ein Adventskalender. Ob dieser vollständig ist, weiß ich nicht, weil der ist hier offen. Kann ja mal kurz zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Also da wird wohl einer fehlen. Jo, ist denn schade, aber ist ja nicht zu ändern. Es ist halt offen. Muss ich mal gucken, ob es wirklich so ist. Und zu guter Letzt so ein Band. Ich fand das wunderschön und ja, das durfte dann auch noch mit. Wie viele Meter sind denn da drauf überhaupt? 2 Meter. Das ist schön. Damit lässt sich was anfangen. Ja, und das war's auch schon wieder mit meinem Teddy-Haul. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und bleibt alle schön gesund und bis dahin. Tschüss.